Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Far Cry 5. Ja, direkt mit ein bisschen Action wieder. Ich habe jemanden um das Gebäude schleichen sehen. Direkt wieder mit ein bisschen Action. Aber das soll uns nicht weiter stören. Alter, boah, kranken Schweine. So, jetzt hol ich mir mal hier das Quad. Muss jetzt tauschen? Genau. Ich würde gern vorne sitzen. Mann, oh Mann, oh Mann. Haben wir hier auch mal einen ruhigen Moment? Ich würde gerne weiterkommen. Habe ich aber gerade auch noch eine Hütte gesehen oder irgendwas? Oder auch nicht? Okay. Wohl eher nicht. Da läuft ein Schwarzbär. Sehr gut. Okay, du hast es hinter dir. Weiter geht's, weiter geht's. Sekten-VIP eliminiert. Was hast du denn für eine fiese Maske an? Ciao. Ciao. Ihr seid die Besten. Ich schwöre. Auf ihnen, Skate. Ihr seid die Besten. Also von Gegnern her ist der Bereich hier echt der asozialste bisher. Wirklich. Mann, oh Mann, oh Mann. Man kommt keine 5 Meter mehr ohne zu kämpfen. So. Und weiter. Müssen wir überhaupt hier hoch? Ich will hier runter. Oh. Es tut mir leid. Nicht wirklich. Komm, weiter. Ich glaube, der Weg ist doch richtig. Der ist tot, da ist nichts mehr zu retten. Auf in den Tunnel! Okay, Tunnel! Gibt's hier irgendwas? Devil's Door. Ein Erste-Hilfe-Set.
Flieg hoch! Komm! Oh, schön. Vorratsfahrzeug zerstört. Muss mal ein bisschen einsammeln. Ja, gut. Von dem Typ ist nichts mehr übrig. So, jetzt aber weiter. Gut. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Was das? Verdammt! Hilfe doch jemand! Mann, oh Mann, oh Mann, ihr seid frei. Ist jemand, der vorgibt, ein Soldat zu sein. Er tötet unsere Brüder und Schwestern und bringt dieses Projekt in Gefahr. Ja. Der Feigling soll wissen, dass er meine Aufmerksamkeit geweckt hat. Meine Jäger kommen dich holen. Du kannst nirgendwohin flüchten. Okay. Sagten, dass wir flüchten wollen. Jäger hört sich jetzt nicht so gut an. Wenn Jacob dich haben will, wird er dir seine besten Leute nachschicken. Pass bloß auf dich auf, Deputy. Ja, ja, alles gut. Wenn ihn eines wäre, hätte ich gar keine Familie. Wenn ihn eines wäre, hätte ich gar. Was ist das? Augen auf, da ist unser Ziel! Scheiße! Ich kann nichts machen! Hilfe! Okay, jetzt werden wir anscheinend das erste Mal mit Jacob konfrontiert. Ja. Die Welt ist schwach, weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht.
Wir lassen die Schwachen, die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Ist so. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Was? Was ist das denn für ein Ding? Was ist das denn für eine Spieluhr? Die treibt mich an den Wahnsinn. Hütte. Gut gemacht. Du bist kein Held. Achte auf deine Zeit. Nun, was? Du bist schwach. Du bist auch schwach. Glückkopf. Okay. Also nochmal. Ja, opfere die Schwachen. Heule die Schwachen! Jetzt alle Waffen mitholen, die hier irgendwo rumliegen. Hallo? Gut. So. Nicht übel. Ist hier sonst noch wer? Nö. Genau so. You.
bist ein Krieger. Ich weiß, dass ich ein Krieger bin. Aber nicht deiner. Immer weiter. Eli, ich sehe dich. Rein da. Wo ist los? Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Mach noch mal, ruf den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Ihr lebt noch. Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich. Bringen wir ihn zu Danke. Uns, Stan? Danke, und sonst? Danke. Tammy wird nicht begeistert sein. Ich nicht wegen Tammy, das wird schon. Hilf mir! Puh, wir haben's überlebt. Haben wir die jetzt wirklich alle umgebracht? Oder war das ein Traum? Hallo? Danke, Junge. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Whitty und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm. Und das ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Genau. Verstanden? Dankeschön. Danke, Kumpel. Hattest du mich jetzt ganz locker genommen? Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Danke. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Hey. Moin. Alles wieder Fini hier. Alles cool. Was geht ab? Was geht ab? Hey, hallo Deputy. Ha. Mach die Musik aus. Ich hab nur einen dicken Kopf. Oh, Scheiße. Wenn der von den Toten zurück ist. Eli will mit dir reden. Würde gern reden, aber Eli will was von dir. Okay, dann gehen wir gleich erstmal zu Eli. Oh ja, ein paar Bürger. Wir verlieren zu viele gute Freunde da draußen. Gut. Oh, du bist wach. Freunde da draußen. Mit dir reden. Ich will auch mal erleben. Gefeiert. Sieh mich jetzt an. Yay, Silberbarren gerippt. Wo sind denn meine ganzen Waffen? Lesen. Playlist für den Whitetail-Sender. Ah. Alles klar. Gut, da werden Waffen gebastelt. Da bist du ja. Hi. Ich versuch dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Ja. Hör zu, ich komme gleich zur Sache. Ich weiß, was du im Süden getan hast. Du hast den Vater verunsichert und das ist gut für uns. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Alles klar.
Ich versuche, Stellung zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Alles klar. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubekommen. Bitte? Wo springen wir nicht? Wir haben Schalldämpfer. Das müsste reichen. Die Whitehall-Schwur. Die Whitehalls sind frei geboren. Wir werden alles tun, um zu überleben. Wir lassen nie einen Mann zurück. Wir leisten Widerstand, bis wir frei von Tyrannei sind. Okay. Das ist alles sehr ehrenhaft. Hi. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber okay. Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Okay. Wheaty versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Okay. Tun wir. Funkstille. Handschriftliche Notiz. Tammy, ich weiß, du verstehst das nicht und ich verzeihe dir. Du hast den Worten des Vaters gelauscht, aber du hast sie nicht richtig gehört. Eden's Gate hat mir genau gezeigt, was ich schon mein ganzes Leben über vermisst habe. Einen Sinn in allem. Dank dem Vater weiß ich jetzt, was ich zu tun habe und weiß, und was ich werden muss. Ich hätte diese Reise gern gemeinsam mit dir unternommen, doch ich weiß, dass das nicht geht. Wir müssen alle Opfer bringen. In ewiger Liebe, Mark. Okay, das scheint der Stechen von Tammy gewesen zu sein. So, was haben wir denn hier noch? Hast du kurz Zeit? Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf. Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also okay. Wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück. Und sei vorsichtig da draußen. Okay. So. Gut, dann haben wir jetzt wieder einige Missionen bekommen. Noch keine abgeschlossen. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Jo, bis bald, Dutch. Gut, dann beenden wir die Folge hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr nicht getan habt. Und Kommentare sind auch immer gerne gesehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, meine Freunde. Ciao.